hier beim Licht ein bisschen verstellen. Der erkennt es sonst nicht richtig. Okay. So, jetzt aber. Nee, ja. Okay, war der Kopfhörer. So, dann ist es auch mal wieder soweit hier mit dem nächsten Livestream und dem letzten für diesen Spieltag, für den ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Spiel. Nee, diese Woche geht es schon weiter mit dem zweiten Spieltag am Freitag. Genau, und danach ist ja schon DFB-Pokal, ist schon Pokalwochenende. Da kann ich auch einige Spiele spielen, zumindest mit Mannschaften bis zur dritten Liga. Vielleicht kann man noch Mannschaften erstellen, aber ich glaube nicht. Also zumindest nicht komplett nur Spieler. So, ja, herzlich willkommen hier zum Livestream Dresden gegen Duisburg. Ich spiele wieder auf Legende, habe ein paar Spieler reingebracht. Die könnten sogar in der Mannschaft drin sein. Auf der Ersatzbank oder in der Reserve, ich weiß es nicht. Dynamo hat unter anderem drei neue Spieler. Einen Moment, das ist gerade komisch mit dem Ton. So, jetzt habe ich es wieder reingesteckt. Nicht, dass es rauscht oder so hat. Genau, und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mit der Partie. Dann geht es wieder los hier. Ah, die Übung habe ich jetzt gerade nicht richtig aufgepasst, aber. Hallo zusammen, Wolfuß und Frank Buschmann Wichtig begrüßen Sie jetzt hier zur die heutigen Partie Partie. SG Dynamo Dresden gegen MSV Heute erwartet Duisburg. Ich uns das Spiel spiele Dynamo Dresden. Dresden gegen den Dresden. MSV Duisburg. Dresden, ja. Dresden. Uwe Neuhaus ist immer noch der Trainer bei der Sportgenossenschaft Dynamo Dresden, so wie auch schon in der letzten Saison. Die haben auch so 4, 5 Spieler neu eingekauft Und da aus sehen wir, anderen mit welchem Vereinen, auch aus der Personal die zweiten Liga. Heimmannschaft heute ins Spiel Ich geht. spiele jetzt hier mit Schubert Kurzer im Blick noch auf Tor, die taktische dann Formation Heise, geschrieben. Ballas, Ja, da Franke sehen und wir bei Ihnen Kreuzer in heute der ein Abwehr. 4-3-3, drei Dann Stürmer und klar, Benatelli, dass es über die Hartmann und Flügel geht. Hauptmann. Und Dujovic, Kone und Berko. Ja, das ist meine Aufstellung auf Aufwechselbank Mlapa, Röser und so weiter. Duisburg hat jetzt bei uns als Gegner, ich weiß nicht, was bei Und Duisburg jetzt los sehen ist, wir habe ich hier nichts also die geändert. Aufstellung Jedenfalls der ist die Gäste Aufstellung vom heute. letzten Spieltag, der Kurzer letzten Blick auf die zweiten Formation, Bundesliga. Buschi. Ja, da sehen wir ein Flecken, Bolzen, 4-4-2. Neuber, Gibt's auch noch. Wohnmeier. Zwei So, Viererketten und Stoppelkampf, vorne Grödel, zwei Schnellhardt, Stürmer. Oliveira, Sosa und vorne Ejochenko und Taschi. Taschi, würde ich sagen. Ja, das sind halt, also Duisburg ist auf jeden Fall die Aufstellung nicht aktuell. Bei Dresden ist die, hatte ich geguckt, noch relativ aktuell, die von der letzten Saison. Also die ist auch diese Saison ziemlich aktuell, da die ja, da die nicht so viele Wechsel vorgenommen hatten. Zumindest nicht das, was im Kader stand, was ich gefunden hatte im Internet. Wie die denn spielen werden, findet man ja eher selten, ne? Das ging bei der WM noch leichter zu finden. Aber jetzt spielen wir hier mit der SG Dynamo Das war der Dresden. Anstoß. Spiel läuft. Dresden. Dresden, Dresden. Dresden. Bum, bum. Ja, Fabian Union hat ja Schnellhardt. hingehauen, wie man Wird's jetzt gesehen hat, gefährlich? vielleicht, wenn ihr den Livestream gesehen habt. Union Berlin, da habe ich 1:0 gewonnen mit Jetzt Union. vielleicht. Da ist das erste Und Tor und Union das hat Spiel geht dann richtig gut auch los. im echten Leben Ja, 1:0 das gewonnen. verspricht Ich hatte ja eine auch kurz aus sehr der interessante Partie zu werden. Live aus der Einfahrt reingestreamt, da war ein bisschen zu laut, um mal zu hören. Das war nach dem 1:0, was groß geschossen hatte. War Den auch Ball ein macht er krasses Tor. natürlich. Ja, das war nicht wirklich Nee, schwierig das aus der hier war jetzt Distanz. gerade nicht gut. Aber es kann so kommen. Ich meine, zwei Ergebnisse waren Das Tor hat jetzt extrem nochmal eine nah. andere Also Union Kamera war komplett richtig. eingefangen. Danke an die Regie Kiel dafür. war auch richtig, bis auf die Tordifferenz nicht ganz. Also heißt das dritte Tor nicht. Und ja, gut, Köln war das einzige Spiel, das nicht hingehauen hat von Sie dreien. Mal sind jetzt sehen, also in Führung. ob es hier hinhauen 1-0. wird. Aber dafür muss ich mich jetzt anstrengen. Dynamo wird sich nicht unterkriegen lassen. Es kann schon Tor sein. Tor sein. Es kann schon ein Spiel sein, wo viele Tore fallen. Gut den Kann Ball hier im durchaus Mittelfeld sein. erobert. Aber Dynamo Und kann auch jetzt der Tore Ball im machen. Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Stoppelkamp. Der Ball ist weg.
gibt's jetzt einen Gegenangriff. Ja. Jetzt müssen sie aufpassen. Super dazwischen. Wie gesagt, hier war ja eine dann und das Spiel war eher nah verhalten. Es war ja ein relativ Eise. Langweiliges Spiel. Da waren zwei, drei Situationen jeweils für beide Mannschaften, die denn gefährlich wurden. Aber da haben sie nicht immer. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Also ein recht ruhiges Spiel gestern. Vom Verteidiger diese Hereingabe. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Hier geht's natürlich schon schneller los mit einigen Sachen. Ja, da ist Platz jetzt. Kevin Wolze. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Der erste Ding, der war echt knapp. Ich weiß nicht, warum meiner den nicht in die Ecke versenkt hat. Ich hatte den ja eigentlich angedreht in die Ecke machen wollen, ne, dass der platziert kommt, aber Heise. Irgendwie hat es nicht geklappt. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Könnte natürlich ein bisschen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Aber ich bin nicht allzu gut darin. Im Sächsischen. Im Sächsischen. Stanislav Iljutschenko. Man hört. Jetzt wird's gefährlich. Genau. Ich hätte natürlich auch sagen können, guten Tag, ich bin der Günther. Wir wissen alle, ich bin der Günther. Er passt ihn auf den Flügel. Und das passt natürlich nicht so wie ein Günther. Wenn du jetzt Günther spielst, kannst du viel besser den Namen sächsisch aussprechen. Ja, ich bin's, der Saber. Wird das eine Torchance? So. Und? Und jetzt die Chance. Mann! Fragen wir uns alle, Wolf. Verdammt. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Obwohl ich sogar noch eben American Dad geguckt hatte. Und da ist ja auch der Klaus, der im Deutschen ja als Sachse gesprochen wird, also mit sächsischen Dialekt da gesprochen wird. Gott, Ecke schon, ey, ich habe so gute Chancen, eigentlich gab es so gut rausgespielte Sachen gehabt. Die hätten eigentlich drin sein müssen. Kone. Oh nee, Kone, oh nee. Aber da müssen wir mehr rausmachen. Diese Chance haben sie K. fast verschenkt. Oh nee. Wohl eher. Wieso? Ich versuche den rechts, wir wollten den rechts in die Ecke schießen und er stolpert den. Nicht cool. Wir brauchen hier noch ein Tor. Zumindest zur Halbzeit, ey. Fabian Schnellhardt. Wenn man so sieht, Andreas Magdeburg Wiegel. Als Aufsteiger hat mit verloren, Paderborn Fuß hat auch verloren. Tor. Für die Aufsteiger sieht nicht gut aus. Im Interview wurde sogar noch gesagt, dass, also meint den Spieler, da wurde wohl irgendwie. Und das gibt in Medien und sonst wo gesagt, oder man hat wohl gehört, dann Magdeburg sei wohl dann der erste Absteiger. Sie sind doch keine Mannschaft, die sie in der zweiten Liga halten könnte oder so, haben die Spieler irgendwie. Ball kommt flach rein. Oh. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Oh, nee, 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 das nee, war nee, eine nee. Gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und das kann ich gar nicht verstehen, besonders wenn man als erster aufsteigt. Das könnte eine Gelegenheit sein. Ja, jetzt aber. Das muss es sein. Jetzt. Er schießt. Jawohl, ja, perfekt rübergelegt. Jetzt wollte ich, ja, jetzt ich kein gespannt, Risiko reagieren. Machen. Ja kein Risiko diesmal. So. Und damit. Treffer, oder damit ist es der Ausgleich hier sie tun einfach mehr für Dresden Spiel, gegen den MSV ja Duisburg. Geht doch. Also den Ausgleich geschafft. Von Dujcevic. Fabian Schnellhardt. Fabian Schnellhardt. Benatelli. Die Defensive steht. Gucken wir mal. Stanislav Iljutschenko. Cauli Oliveira Sousa. Wird's jetzt gefährlich. Ball im Aus. Abstoß. Man wird sich wahrscheinlich fragen, warum sehe ich so komisch aus? Hier eine Seite heller, die andere so bläulich. Ich glaube irgendwie, dass die Kamera die Farben ja dunkler macht, so ein Blaustich irgendwie bei ist. Bei der PlayStation 4 Kamera.
glaube, da macht die generell um die Lichter der Fröde. Move Controller und das PS VR Headset. Andreas Wiegel. Der auch als Controller fungiert, besser sehen zu können. Deswegen dunkelt es immer die Bilder ab. Weil ich so, im normalen Modus nicht verstehe. Ich verstehe, wenn man VR angeschlossen hat. Aber so im normalen benutzen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Heise. Boné. Ah. Sehr gut aufgepasst. Fröde. Fast hat's geklappt. Zur Halbzeitpause steht es 1:1 zwischen Duisburg und Dynamo Dresden. Den MSV Duisburg und SG Dynamo Dresden. So, auswechseln wir erstmal noch nicht. Es geht weiter. Pause ist vorbei, das Dritte Spiel geht weiter. 37 sind die Tore gefallen. Auch wenn es Legende ist, ich kann nicht schaffen. Klasse Seitenwechsel. Man muss halt nicht langsam durch die Wärme und alle dann Legende gewinnen. Jetzt aber im neuen werden. Spiel wird eh wieder alles anders. PES gibt es dann auch noch, obwohl macht das mit PES noch Sinn, wenn die gar keine Rechte an nichts mehr haben. Keine ja, Teams, sie keine. Lassen immer laufen, so und so wenig die Lücke, das ist natürlich klasse. Keine Sehr gutes Teams, Technik, keine Champions das war League. Da aber überhaupt noch ein Spiel zu machen, da kannst du ja nicht mal die Kreisliga darstellen. Stoppelkampf. Oder es wäre doch mal ein Spiel für Kreisliga oder Oberliga oder sowas. So, was machen Sie draus? Das könnte Konami doch machen. Da steht die Abwehr sicher. Fabian Schnellart. Das könnte die Chance werden. Berko. Heise. Wie scheiße. Gut den Ball verteidigt. Heise. So. Kevin Wolze. Mann, 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 Mann. Dresden letztes Jahr dem Abstieg in Gang. Jetzt immer so eine Sache, Aue und Dresden, ja, Union Meister Mittelfeld, obwohl Union auch ziemlich schlecht da stand am Ende der Saison, dann hat alles nicht so geklappt, wie es sollte. Oh, nee. Schon in der Hinrunde am Ende nicht mehr. Fängt diesen Sowohl Ball unter ab. Keller als auch unter Hofschneider lief es überhaupt nicht mehr. Aber mit Urs Fischer läuft es bei Union. Und mal sehen, ob Uwe Neuhaus diesmal mit Dresden das vielleicht stabiler stehen kann, vielleicht sogar aufsteigen kann. Kann alles passieren. Ich meine, wir haben die WM gesehen, was da alles so passiert ist. War ja ein Durcheinander. Vielleicht kann ja auch in der zweiten Liga mal ein Durcheinander sein. Ich meine, Kiel hat ja auch schon letzte Saison überzeugt, war ja auf Platz 3, fast auf Platz 2. Oder eine Zeit lang sogar auf Platz 2. Und die waren ja erst aufgestiegen vielleicht. Stoppelkampf. Mal sehen, was sie diese Saison schaffen. 3-0 gewonnen. Klasse gemacht. Hamburg war auch nicht da so ein tolles Spiel, zurück. Aber ist ja egal, Hauptsache 3 Punkte und 3-0 ist gut. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Gute Aktion jetzt. Da ist die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Vorteil für die Mannschaften, dass sie heute erst um 20:30 spielen. Ich meine, bei der Hitze da, das könnte eine Gelegenheit wenn man über 30 Grad hat, ist schon gut, wenn man am Abend spielen kann, wo der vielleicht nur noch so 26 Gerin oder na, maximal und jetzt 28 sind hier noch sind. 20 Minuten zu spielen. Und langsam soll sich hier den Führungstreffer machen, wenn Dresden noch gewinnen sollte. Weg ist der Ball. Oh. Das geht Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Oh, wechseln wir einfach mal ein. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Christian Gartner kommt für Lukas Fröde. Und bei uns. Wer kommt da rein? Zeigen wir da schnell hart mit DT. Ayas Osman kommt rein. Ja, ich hab grad in der Liebe von mir. So. Versuchen wir doch mal. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr kam bereinigt. Nicht gut. Ich bin halt kein Toni Kroos. Und auch kein Felix Groß. Der Freistoß gestern von Felix Groß, der war echt so wie von seinem Bruder. Wahrscheinlich nach dem frühen WM-Aus konnte Toni Kroos seinem Bruder Felix mal zeigen, wie man Ding wieder reinmacht. Oder nachdem Toni Kroos das Tor bei der WM gemacht hatte nach Freistoß, dachte sich sein Bruder, das will ich auch können. Und dann hat er gut dazwischen, weg ist der Ball. Och, ey, kommt schon.
Stanislav Filutschenko. Allzu gut, aber in der ersten Halbzeit hatte ich mir gute Chancen herausgearbeitet. Problem war bloß. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Sie echt Benatelli. Pech hatte, die nicht jetzt wird's gefährlich. Boah. Sehr gut aufgepasst. Er tritt gut aufgepasst. Er tritt mir hinten mit den Fuß rein. Stanislav Filutschenko. Stoppelkamp. Gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, das stand diesmal nicht der 35. Minuten haben die Teams noch. So wie gestern war. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Das die Entscheidung sein. Sollten jetzt nicht den Ball verlieren. Andreas Wiegel. Er war jetzt total Angriff, das kann gefährlich sein, aber ich glaube, der Uwe würde es auch so machen mit seiner Mannschaft. Da würde ihn sagen, volle Risiko. Guter Pass, da kommt der Pass. 2-1 Risiko. Komm schon, Mann, jetzt bewegt euch doch mal, ey. Benatelli. Die laufen echt so weit von lahmarschig. Wenn schon die 90 ist, trotzdem könnte man auch noch mal irgendwie laufen. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Und die Möglichkeit hat er gut unterbunden. Nee, komm, noch ein Angriff. So kommt er an den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Tolles Zuspiel. Ja! Ja! Ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Schauen wir noch mal drauf. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie das noch verspielen. Das ist das 2-1 für Dresden. Alter, war das knapp. Wieder Dujovic. Der Herr ist Dujovic. Alter. Super knapp. War echt knapp, aber hat sich gelohnt. Ganz, und jetzt machen wir hier hinten zu. Die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Ja, Hatta. Hatta! Völlig verdienter Sieg und auch spielerisch haben sie heute auf überzeugt. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Feuerwerk. Ja, Mann. Geht doch. So, damit würde ich sagen, Leute, verabschiede ich mich hier von euch mit der Partie Dresden gegen Duisburg. Wir werden sehen, wie es aussieht. Oh, wenn es so spannend ist, hey, dann lohnt sich das Spiel zu gucken. Also, dann bis zum nächsten Livestream am Freitag. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ja, da ist ja ein